Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir starten wieder mitten in der Videosequenz. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. War ja etwas spektakulär die letzte Folge. Mal gucken, wie es jetzt vorangeht. Ah, das ist eine Mission, die hasse ich. Sage ich schon gleich. Die finde ich wirklich scheiße. Die mich die Macht des Wortes ja lehrten. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, tat ich es. Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst, ich war klar. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk erhält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Mut, Sünde zu gestehen, sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich das Wort, ja, damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei. Erst dann hast du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also wer möchte zuerst? Ach ja, klar, wenn ich schon mal hier bin, ich habe gerade eh nichts anderes zu tun. Ich mach dann mal. Ja. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Doch bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson in ihr Zimmer geht. Ja, glaube ich auch. Eine Beichte ist schließlich etwas sehr Privates. Die sollen mir bei diesen Intimitäten ja auch nicht zugucken. Ich bin nicht hier, um ein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Wenn du daran erstickst, werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Bin gleich zurück. Ja, bis gleich. Ich freue mich. Bis gleich. Ich hüpfe dann schon mal weg mit meinem Stühlchen. Lass dir Zeit, lass dir Zeit.
au, 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 aua, au. Ja. So. Wir haben nichts, aber auch wirklich gar nichts. Ja, da müssen wir mal gucken. Und ich möchte John danken, dass er mich... Ich habe ganz feuchte Hände. Ja, ich habe auch ganz feuchte Hände. So, danke schön. Geht doch, danke schön. Lass mich raus! Klappe zu! Beruhigt euch, ihr seid ja sicher. Oh, da war doch Gott, Waffe. So. Habt ihr eigentlich noch eine Waffe parat? Nein. Das ist falsch! Das könnt ihr nicht mit uns machen! Ich hab Angst! Gott, ich hab solche Angst! Sperrt sie ihr bitte! Hau da bloß ab, du Arsch. Wie tief haben die das Ding wohl gegraben? Richtig nicht ab. So. 24 Schuss. Wir bleiben erstmal hierbei, würde ich sagen.
absetzen. So, jetzt haben wir hier zumindest ein bisschen Ruhe auf dem Flur. Ja, ich weiß, ich hatte Stubenarrest. Ich bin trotzdem gegangen. Nein, stolz. Also, gestatte ich dir, sei der Zorn. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren, denn am Ende bist du doch nur ein leerer Körper. Und ich werde genau hier warten. Gut, dann weiß ich ja, wo ich dich finde. Tschüss, tschüss. Macht nicht zu viel Scheiß ohne mich. Ja, dann würde ich sagen. Gebt ihm all den Jätsern, den er verdient, Brüder. Sagt ja, ich gebe mein Leben im Namen des Vaters. Bringt sie rein. Bringt die Angels rein, los. Dann würde ich sagen, so schnell wie möglich hier mal raus. Zeit läuft, ich hasse sowas. Na komm schon. So, Baby. Let's rock. Ihr könnt auch nur stehen bleiben, das ist mir egal, ich lauf weg. Mach dich blind gegenüber dem Leid, was du verursachst. Sie gestattet dir, Menschenleben einfach so auszulöschen. Hast du überhaupt jemals über das Töten nachgedacht? Jagd den Zünder aus der Anlage. Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Denn egal, wohin er geht, Gott wird uns zu ihm führen. Ja, komm ruhig, trau dich. Siehst du? Das ist die Macht des Ja! Ja, komm, dann nehme ich dich auch noch mit, wenn du so schön am Laufen bist. So. Ich muss weiter. Bis später, Leute. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Ich weiß, du kommst mich holen, wenn ich bereit bin. Genau. Verlasse diesen Ort. Friss deinen Jätschorn in dich hinein. Ja, mache ich mal morgen früh, wenn ich auf der Pyramid bin. Lasse ich deine Prinzessin wie ein Stein. Scheiße, Jungspund. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ich habe gehört, dass John dich erwischt hätte und hat mir schon Sorgen gemacht. Zum Glück hast du es überlebt. Das mit Hudson tut mir leid, aber ohne Johns Schlüssel können wir nichts reißen. Du wirst ihn ausrocken müssen, indem du seinen gesamten Laden in Schutt und Asche legst. Also halt dich ran. Die Beichte abgeschlossen, super. Was bist denn du für ein Heribert? Kollege, du solltest in deinem Flugzeug sein. Das ist dir doch wohl hoffentlich klar, oder? Genau. Werf ruhig mit dem Baseballschläger. Das ist okay so.
Oh scheiße, da kommt ein Flugzeug. Heilige Scheiße. Wo hast du dein Flugzeug gelassen, Kollege? So kann das auch nichts werden. So, unser Papa-Versteck. Das ist da hinten. Ja, du sollst doch auch nicht den Heli auffangen. Also, komm schon. Ich kann dich leider gerade nicht, weil du, verstehst schon, ne? Ich verstehe auch, alles klar. Ja, das läuft ja gut. Ich hol mir den Gegner von der Seite. So, und bevor jetzt hier alle was gegen mich haben und Nick zu Fuß unterwegs ist, trotz Flugzeug, holen wir uns trotzdem nochmal Luftverstärkung. Alter, wo hat uns das jetzt hier hingeschlagen? An den Arsch der Welt. So, wo war denn jetzt das Prepper-Versteck da vorne? Meine Güte. So, reisen. Kurz vorm Ziel und dann sowas. Na, dann wollen wir da nochmal dahin. Jerome wäre nicht so ein sauber Mann. Irgendwie macht mich die Vorstellung, einen Kirchenmann zu verderben, einfach heiß. Ja, kann ich mir vorstellen. Steht auf meiner Darf-Alles-Liste. Gleich neben du bist Nick auch nur ganz durchtrieben, ne? Hey, jetzt guck doch nicht so. So, ja, dann wollen wir da mal hin. Hast du ein Glück, dass ich dich nur wieder knüppeln könnte? Das kann ich gerade echt nicht. Hier kleben da ein paar Peggy-Klabusterbären am Arsch, Schätzchen. Ja, Schätzchen, dann kümmere dich doch mal darum. So. Kuckuck. Musst ja nicht gleich gehen, Mensch. Ein Egoist. So, ja, wer nicht spielen will, dann müssen wir halt so weitermachen. Geronimo! Da vorne müssen wir hin und Jump. Jawohl, passt. Okay, großen Sprung. Kletterhaken. Na komm schon. Und los geht's. Dann nehmen wir noch mal einen Anschwung. Jawoll. So, das haben wir doch geschafft.
plündern wir mal und dann gehen wir hier lang, genau. So, die Hefte mit den Vorteilspunkten haben wir. Ich hänge. Und war hier. Die kloppen wir hier erstmal nochmal mit rein. So, da können wir schon mal entschieden mehr mitnehmen. Und dann würde ich sagen, hier noch haben. Ich brauche auf jeden Fall noch mal Munition beziehungsweise meine Waffen wieder. Und die müssen wir uns mal gerade holen. Ach so, ja, die Berechtigung für meine Alien-Waffen. Das machen wir in der nächsten Folge. Genau. Dann kümmern wir uns, da kümmern wir uns um die Quest. Genau, das ist eine gute Idee. Fällt mir nämlich gerade so ein. So, erstmal auf ausrüsten. Ja, auf und aus, genau. Auf und ausrüsten. Oh, jetzt bin ich pleite. Ich muss mal wieder eine Runde jagen gehen. Zwischen den Folgen. So. Einmal nach da. Einmal nach da. Achso, ja, genau, mein Bogen. Acht, sieben, sechs, sechs, sieben, neun, sieben, sieben, fünf, vier, ja, komm, dann nehmen wir doch auch den. Der kommt da wieder hin. Der Skin wieder drauf. Ach so, ja, genau. Bevor ich später wieder brauche und meine Angeln wieder fehlen. Die alte Betsy. Die haben wir natürlich auch ausgerüstet. So. Gerade auf die Map gucken. Wir befreien nämlich hier noch, würde ich sagen, das Bahngelände, oder? Ja, doch. Das machen wir gerade noch. Im gleichen Moment nach links rüber gezogen läuft. Patsch. Einer weniger. Ich hoffe, du bist bereit. Da kommt Ärger auf uns zu. Ja, Baby, ich hoffe, du bist auch bereit und holst mir den Scheiß da am Arsch weg. Ja.
Unter den Voraussetzungen ist das nämlich gerade echt nicht geil. Nur weil du hier mit Pocken und Trompeten ankommst. Jetzt mal den Alarm ausschalten. So. Jetzt sollte das nämlich weit besser klappen. So. Gestreamte Musik und gestreamtes Fernsehen, gestreamte Filme, gestreamte Nachrichten, gestreamte Meinungen, gestreamte Wahrheit und gestreamte Lügen. Dieses Gefühl muss man einfach lieben. Als ob der Hund jetzt dein größtes Problem wäre, ich bitte dich. Lass mir dich zum Schweigen bringen. Oh. Oh, guck mal an. Da haben wir auch nochmal einen Alarm, der nicht ausgelöst wurde. Sehr gut. Ja, das war doch eine schnelle Nummer. Bin begeistert. So läuft das. Super. Wäre wahrscheinlich auch etwas unkomplizierter gegangen oder unauffälliger, sagen wir es mal so. Wenn Adelaide nicht gleich hier rumgeschossen hätte wie eine Bekloppte. Mann. Gute Arbeit, Deputy. Eden Skate hat den Stahl der Schienen zur Verstärkung der Bunker eingesetzt. Gar keine so schlechte Idee, oder? Vielleicht sollten wir uns das ansehen. Danke nochmal, Deputy. Mit dem Bahngelände sind wir einen Schritt näher dran, unsere Heimat von dieser Sekte zu befreien. Danke für die Hilfe, Project. Wir haben die Sekte beim Verstauen von Waffen im Getreideheber überrascht und sie ihnen abgenommen. Seitdem ist es ein Tauziehen, Land- und Ausrüstung. Ich bitte für den Buchstaben. So, was bist du denn hier für ein Kollege? Hier. Günstigen Sniper an der Hand haben. Das ist hier gar nicht so schlecht, glaube ich. Ach, mach doch nicht so einen Wind, Pipi. Geht doch nicht. Was machst du denn hier? So, gucken wir nochmal schnell auf die Map. Wo ist denn das Tripper-Versteck? Ach, gleich hier. Ach, wisst ihr was? Komm. Das machen wir auch noch gerade. Ja, sie möchte Hosenschlange haben. Ärger direkt vor uns.
Ja, ich werde dann zwischen dieser und der nächsten Folge einfach mal ein bisschen jagen gehen. Um mal so ein bisschen Geld hier in die Kasse zu spülen. Und danach werden wir uns mal um die Berechtigung des Alien DLCs kümmern und uns mit dem Hofstetter in Verbindung setzen. Denn ich finde, der Typ hat irgendwie was vom Hofstetter Big Bang Theory. Irgendwie erinnert er mich ständig an ihn. Befreien wir auch noch mal gerade, dann haben wir das auch. Ach, hier ist so das Krankenhaus, genau. Vom Hauptcountry. In der Düngerfabrik produziert die Sekte irgendeine irre Droge. Das Zeug soll aber ziemlich explosiv sein. Jemand sollte die Anlage in die Luft jagen. Okay. Wir laufen wie geplant zum Papa-Versteck. Das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit in dieser Folge. Ach, das Ding war das, okay. Ja, das dauert jetzt doch einen kleinen Moment länger. Aber okay, kriegen wir hin, machen wir. Ja, Boomer, ich glaube, du machst dich da mal gerade breit. Guckst mal, wo ich noch Feinde habe. Da will ich fast wieder mit dem Rauchen anfangen. Okay, das sieht safe aus. So, Notiz des Widerstandes, Wespennest. Das nehmen wir uns jetzt noch gerade mit. Wespennester nicht zerstören, denn wenn die angreifen, macht das Aua. So, da können wir auch nichts mehr plündern. Molotow-Cocktail und gib ihm. Zack, hat sich das erledigt mit stechenden Wespen. Und das haben wir dann auch. Hier einmal rüber. Da vorne ist nichts mehr. Na, komm schon. Endlich etwas ächzen! Das nehmen wir natürlich mit. Hüpfen hier einmal rüber. Hüpfen da rüber. Da hinten ist noch ein Medipack, wer es braucht. Ach, guck, wir brauchen es auch gerade. Läuft. So, dann springen wir hier rüber. Okay. Langsam dran vorbei. So. Nochmal. Dann springen wir hier rüber. Genau. Dann springen wir da oben dran.
Da könnten wir noch mal, wenn wir wollten. So, und hier haben wir das Kofferversteck. So, Dele, dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, danke fürs dabei gewesen sein und lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Lasst einen Kommentar da, ich würde mich auch über freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin und ciao.